Corona in Bayern, der Podcast. Die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen der Corona-Pandemie mit Thorsten Otto. Herzlich willkommen zur 47. Folge von Corona in Bayern. Mein Name ist Thorsten Otto und ich stelle fest, wir werden ja immer lockerer. Aber heute können wir wieder in Gaststätten drinnen sitzen und ich bin mir fast sicher, dass die erste Pizza beim Lieblingsitaliener oder das erste Schnitzel im Wirtshaus unseres Vertrauens ein besonderes Erlebnis sein wird. Ganz unterschiedlich übrigens die Erfahrungen, die Ausflügler am Wochenende gemacht haben. In einigen Gegenden Bayerns war kaum was los, in anderen ging es richtig zu dagegen. Und ich werde gleich mit Kochels Bürgermeister Thomas Holz telefonieren, der sich ja in der Vergangenheit beklagt hat, dass Kochel und Walchensee von Tagestouristen überrannt, zugeparkt und zugemüllt werden. Bauchredner Sebastian Reich macht ebenfalls seinem Ärger darüber Luft, dass er mit seinem Nilpferd Amanda nicht auftreten darf. Auf der alten Mainbrücke in Würzburg zum Beispiel, aber der Brückenschoppen wieder ausgeschenkt werden darf. Unser Podcast-Psychiater Dr. Pablo Hagemeyer gibt Tipps, wie wir unsere innere Unruhe in dieser Zeit in den Griff kriegen. Und an meiner Seite meine bessere berufliche Hälfte, unsere Wissenschaftsexpertin Jan Tuschinski, die uns auf den aktuellen Stand bringen wird. Hallo Jan. Hallo. Jan, ab heute werden ja die Kindergärten wieder für die Vorschulkinder geöffnet. Alten- und Pflegeheime können wieder neue Bewohner aufnehmen. Und Gaststätten, das ist wahrscheinlich für die meisten von uns das Interessanteste, die dürfen auch ihre Innenbereiche wieder öffnen. Planst du schon deinen nächsten Restaurantbesuch? Tatsächlich ist es so, dass ich selber etwas zurückhaltend bin, was den Restaurantbesuch angeht. Das liegt daran, dass all diese Regelungen, die da jetzt gelten, mir so ein bisschen den Spaß nehmen auf das Restaurant. Ich bin ein großer Biergarten-Fan. Ich fand das super, letzte Woche in den Biergarten zu gehen. Warst du schon, ja. Ich war schon da. Haben sich die Leute daran gehalten? Alle Masken getragen? Ja. Auf dem Weg zur Theke und so weiter? Ja, tatsächlich. Also das einzig wirklich Gewöhnungsbedürftige finde ich, dass man am Eingang in einer Schlange steht. Man muss sich eben registrieren. Das ist so ein bisschen, gewöhnungsbedürftig. Und drinnen war es eben tatsächlich etwas luftiger, was auch durchaus einen Charme hat. Also ich fand das eigentlich relativ entspannt. Insofern eher der Biergarten als das Restaurant drinnen bei mir. Ich habe das bei uns am See draußen erlebt, dass sich in diesem Biergarten, ich sage jetzt nicht welcher das war, dass sich da keiner für interessiert hat. Mhm. Da hat der Mann hinter der Theke zum Beispiel keinen Mundschutz getragen. Und ich habe mich gefragt, was machst du denn da jetzt? Gehst du hin, sagst du was, bist du dann der Depp, der sich da irgendwie einmischt? Schwierige Frage, oder? Das ist ein ganz schwieriges Thema. Es ist tatsächlich so, also ich habe sowas auch schon gesehen, so gerade bei Straßenverkäufen und Leute hinterm Tresen, die irgendwas verkaufen und die eben keinen Mundschutz tragen oder den Mundschutz falsch tragen. Heute Morgen habe ich Leute auf der Straße gesehen, die sich die Hand geschüttelt haben zur Begrüßung. Also ich finde auch, man nimmt es mehr und mehr wahr. Also bei den Restaurants setze ich schon darauf, dass einfach wirklich kontrolliert wird. Ja, also die haben natürlich alle Hygienekonzepte erstellt. Ja, es ist irgendwie klar, dass man den Mund-Nase-Schutz tragen muss. Wenn man reingeht, wenn man rausgeht, auf dem Weg zur Toilette. Ganz genau. Und eben auch die Kellner, das ganze Servicepersonal muss tragen. Also überall da, wo auch klar ist, der Mindestabstand kann nicht eingehalten werden, sprich beim Servieren am Tisch. Mindestabstand also 1,5 Meter nach wie vor. 1,5 Meter. Das heißt, das sind schon sehr klare Regeln. Und es gibt ja auch Restaurants, die gesagt haben, das lohnt sich nicht für sie. Ja, die gesagt haben, wenn ich hier meinen Gastraum so ausdünnen muss, um diese Mindestabstandsregeln einzuhalten, das funktioniert für mich nicht mehr. Wenn ich aber dann zusätzlich auch noch eben vielleicht mehr Personal brauche, um diese ganzen Regeln wirklich zu desinfizieren. Ne? Es soll jede Speisekarte eigentlich nach jedem Gast neu desinfiziert werden. Und auch die Tische und die Stühle desinfiziert werden. Also da ist jetzt schon was geboten und da sagt natürlich auch der ein oder andere Gastronom, das lohnt sich für mich dann nicht. Spannendes Thema auch vielleicht im Zusammenhang mit dem Besuch von Gaststätten, also dem Innenbereich von Gaststätten. Christian Drosten sagt, man solle jetzt wieder mehr auf die Übertragung des Coronavirus über Aerosole nachdenken oder darauf gucken. Im Deutschlandfunk hat er, glaube ich, gesagt, man solle sich deshalb auf das Lüften konzentrieren. Also wir haben noch nicht ganz genau. Also soll man sich im Restaurant ans Fenster setzen? Ist das die Wahl? Also wenn man das auch noch für sich zur Bedingung macht, dann wird es ja noch komplizierter im Restaurant. Ja, also wenn man das Glück hat, dass da zufällig ein Platz frei ist, kann man sich das überlegen. Aber welche Rolle die Luft und die Luftströme spielen, das beginnen wir ja auch gerade erst zu verstehen. Also du erinnerst dich vielleicht an den Fall des Restaurants in China, wo sich in einem Gastraum auch Menschen an unterschiedlichen Tischen infiziert hatten, die mehrere Meter voneinander entfernt waren. Lag an der Klimaanlage? Ganz genau. Es gab eine Lüftungsanlage und die Ströme konnte man dann auch nachvollziehen, gingen von links nach rechts durch diesen Raum und hatten einen ganz bestimmten Strömungskanal. Und so hat man erschlossen, dass es da offensichtlich eine Infektion gab. Nun denke ich mir, wenn es über eine Lüftungsanlage so etwas geben kann, dann kann es natürlich über einen Luftstoß, kann sowas auch passieren. Ich glaube, der Gedanke von Christian Drosten ist, dass die generelle Umwälzung der Luft natürlich hilft, die Luftpartikel zu verteilen. Aber
ehrlich gesagt, eine hundertprozentige Sicherheit, die gibt es da nicht. Vielleicht sollte sich Herr Professor Drosten ab und zu mal dich zur Hilfe holen, weißt du, damit du so übersetzt, was er eigentlich das meint. Das weiß ich jetzt zurück, das weiß ich in aller Form zurück. Am Wochenende gab es ja auch diese Geschichte, Restaurantbesuch und ein Gottesdienst, da haben sich Dutzende, ich glaube sogar über 100 Menschen inzwischen angesteckt bei dem Gottesdienst. Woran liegt das? Sind da alle Regeln eingehalten worden und passiert das trotzdem im Zuge der Lockerungen oder liegt es am Leichtsinn der Menschen? Also ich habe mir mal das Setting angeguckt, dieses Gottesdienstes. Das ist ja keine Kirche gewesen, das ist ein Gebetshaus in Frankfurt. Und da ist inzwischen ja von deutlich über 100 Infizierten die Rede. Ich habe mir Bilder von diesem Gebäude angesehen und würde mal vermuten, also es müssen viele Menschen gewesen sein auf, ich will nicht sagen engem Raum, aber auf begrenztem Raum. Mal zum Vergleich, im Münchner Liebfrauendom ist an Pfingsten geöffnet für maximal 70 Gläubige. Also die haben natürlich eine ganz andere Verteilung. Der Raum ist sicher ungleich größer. Das heißt, es müssen mehr Menschen auf diesem begrenzten Platz gewesen sein. Ganz genau wissen wir das alles noch nicht. Und eben, es war in geschlossenen Räumen. Wir wissen nichts über die Belüftung. Wir wissen nicht, ob die da drin Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Das wird alles gerade ermittelt. Aber zumindest würde ich mal sagen, das waren doch recht viele Leute. Schwierige Situation gerade. Es gibt Regionen, ganze Bundesländer gar, da gibt's oder gab's in den letzten Tagen kaum oder sogar gar keine Neuinfektionen. Auf der anderen Seite haben wir diese Infektionsherde, wie in den Schlachthöfen oder ja auch in den Altenheimen. Jetzt preschen zwei Bundesländer vor, Thüringen und auch Sachsen, die wollen einen Strategiewechsel bei den Corona-Beschränkungen. Was planen die genau und was hältst du davon? Söder hat ja schon gesagt, das geht eigentlich gar nicht. Findet er schwierig, ja. Also Bodo Ramelow war das Thüringens Ministerpräsident, der hat am Wochenende gesagt, er will ganz auf die allgemeinen Corona-Beschränkungen verzichten. Da habe ich auch sofort gedacht, das heißt kein Abstand mehr, kein Mund-Nasen-Schutz mehr. Das war die erste Interpretation. Er ist jetzt, nachdem die Kritik doch sehr harsch war aus der Bundespolitik und von den anderen Länderkollegen, ist er wieder ein bisschen zurückgerudert und hat also gesagt, die Maskenpflicht zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln, die wird es weiter geben. Da will er jetzt mit seinem Kabinett drüber beraten. Es ist ein schwieriges Thema, weil natürlich einerseits kann man verstehen, dass Länder, wo das Infektionsgeschehen irgendwie quasi nicht mehr sichtbar ist, anders das handhaben wollen. Aber natürlich steckt wahrscheinlich auch ein gewisses politisches Kalkül dahinter. Wir wissen, es gibt einfach Protest gegen die Maßnahmen. Es sind Politikerinnen. Ganz genau. Die gewählt werden wollen. Und es sind auch nur Menschen. Ganz, ganz genau so ist es, ja. Und insofern ist es sozusagen keine medizinische oder epidemiologische Entscheidung, sondern es ist eine politische Entscheidung. Aber es ist natürlich als Signal schwierig, auch für uns in Bayern. Thüringen ist Nachbarland. Ministerpräsident Söder hat schon angekündigt, da wird man sich was überlegen, damit die Bürgerinnen und Bürger an der sozusagen Landesgrenze nicht irgendeiner Gefahr ausgesetzt sind. Aber du kannst ja die Grenze nach Thüringen nicht zumachen. Man kann sich jetzt nicht wieder einigeln, aber man merkt, es ist ein sehr sensibles Thema und es sind natürlich einfach schwierige Botschaften, die da ausgesendet werden. Ich glaube, Gesundheitsminister Jens Spahn hat auch gesagt, man dürfe jetzt nicht so tun, als sei die Epidemie vorbei. Und da würde ich ihm durchaus auch recht geben. Anderes Thema, Antikörperteststudie in Italien mit rund 150.000 Teilnehmern, um die Dunkelziffer eben der Coronavirus-Infizierten zu ermitteln. Warum sind diese Antikörpertests so wichtig? Und erinnere ich mich richtig, dass das Robert-Koch-Institut das bei uns erstmal verschoben hat? In den Herbst? So was darüber gehört? Verschoben ist es nicht, aber es ist klar, dass es einfach dauert, bis Ergebnisse vorliegen. Okay. Also da war das tatsächlich so, es gab eine Meldung im Robert-Koch-Institut, da waren Ergebnisse schon für Ende April angekündigt und da hat dann der koordinierende Forscher relativ schnell gesagt, also das wird so schnell nicht funktionieren und dann wurde jetzt der Zeithorizont Richtung Herbst verschoben. Antikörpertests sind wichtig, damit wir zumindest rückblickend wissen, wie viele Menschen hatten in einer Region das ist Virus und die Infektion und haben es vielleicht gar nicht gemerkt, aber es gibt vielleicht eine gewisse Grundimmunisierung in der Bevölkerung. Und ich finde das interessant, was in Italien gemacht wird, weil es wirklich sehr groß angelegt ist. 150.000 Menschen sollen da mitmachen in 2000 Orten. Und ein Land, was so betroffen war, hat natürlich ein Interesse daran zu erfahren, wie ist denn der Stand jetzt in der Bevölkerung. Auch das wird Monate dauern. Diese Antikörpertests sind ja auch nicht so ganz einfach zu handhaben, weil sie einfach ein paar falsche Ergebnisse liefern können. Das heißt, diese Ergebnisse müssen dann kontrolliert nochmal gegengecheckt werden, Und deswegen dauert das auch. Und deswegen dauert das auch so lange, damit man dann wirklich echte, valide Ergebnisse hat.
Kurzer Immunologie-Grundkurs noch. Was ist ein Antikörper? Antikörper sind Proteine. Oder was sind Antikörper? Die entwickelt unser Körper als Reaktion auf, ja, wenn man so will, einen Angriff von außen. Also unser Immunsystem ist ja ein Abwehrsystem. Und wenn etwas Körperfremdes eindringt, dann gibt es bestimmte Teile eines Virus beispielsweise, die stacheln das Immunsystem an. Und das Immunsystem wird dann aktiv im Sinne von Fieber, Krankheit. Das ist eine Antwort auf einen Fremdangriff auf den Körper. Und die Antikörper werden dann gebildet im Lauf der Erkrankung und liefern uns, gibt es verschiedene Typen von Antikörpern, je nach Stadium der Erkrankung, und liefert uns so eine Antwort darauf, ob wir eine Infektion hatten und wie wir auf die Infektion reagiert haben. Noch so ein Thema, was gerade heute und gestern auch durch die sozialen Medien geisterte: UVC-Strahlen sollen angeblich Coronaviren zerstören können. Weißt du was drüber und wie soll das funktionieren? Was ist UVC-Strahlung? Also das ist eine Form von sozusagen Sonnenlicht und das ist kein ganz neues Mittel, keine neue Methode, dass man damit Keime tatsächlich abtöten kann, wahrscheinlich auch Viren. Allerdings ist es so, das ist eine relativ aufwendige Technik und aufwendige Apparaturen, die es da braucht. In Krankenhäusern wird sowas auch schon eingesetzt. Es gibt UV-Roboter. Das ist allerdings immer eine zusätzliche Maßnahme, denn die kommen eben nicht überall hin. Und es wird immer darauf hingewiesen, dass das also die normale, konventionelle Desinfektion nicht wirklich ersetzt, aber sicher ein guter Zusatznutzen vor allen Dingen für Oberflächen sein kann. Jan, ich werde gleich mit dem Bürgermeister von Kochel sprechen. Stichwort Ausflüge und Überlastung, Müll und so weiter, zugeparkte Einfahrten und all sowas. Wie hältst du es eigentlich jetzt in diesen Zeiten mit Ausflügen, seit man wieder darf? Oder hast du überhaupt welche gemacht? Tatsächlich haben wir eigentlich keine Ausflüge gemacht. Wir sind recht viel zu Hause geblieben, weil wir auch kein Auto haben. Und gerade so irgendwie S-Bahn-Zug uns jetzt auch gerade nicht so gelockt hat. Also man hätte sich natürlich ein Auto mieten können. Aber ich glaube auch, man muss einen relativ weiten Weg in Kauf nehmen, um wirklich für sich zu sein und nicht auf die nächste Menschenansammlungen zu treffen. Insofern habe ich gerade keine wirklichen Ausflugstipps parat. Wenn wir noch eine Woche in die Zukunft schauen, Stichwort Pfingstferien. Wir fahren tatsächlich nach Niederbayern auf einen Bauernhof. Sowas habe ich mal mit kleinen Kindern vor vielen Jahren gemacht. Das ist toll. Oder die Oberpfalz. Kann ich sehr empfehlen. Alles klar. Ich denke drüber nach. Dann treffen wir uns dann. Also wir sprechen uns in dieser Woche auf jeden Fall noch wieder und dann hoffentlich auch wieder bester Gesundheit. Bis dann. Vielen Dank, Jan. Zu seiner Gemeinde gehört der gesamte Walchensee, ein großer Teil des Kochelsees und auch die beim Motorradfahrern sehr beliebte Kesselbergstrecke. Thomas Holz ist der Bürgermeister von Kochel am See. Ich grüße Sie, Herr Holz. Grüß Sie, Herr Otto. Herr Holz, wie war denn das Wochenende bei euch am Walchensee, am Kochelsee? Dieses Wochenende war relativ entspannt. Wir hatten regen Ausflugsverkehr, aber kein Vergleich zum Wochenende davor. Wie erklären Sie sich das? Einfach, weil das Wetter vielleicht nicht ganz so gut war? Oder was war der Grund? Vielleicht waren es zweierlei Punkte, die man da anführen muss. Zum einen sicherlich das Wetter, das war eher durchwachsen. Es war zwar sonnig und trocken, jetzt speziell am Sonntag, aber es war schon schlechter vorhergesagt. Und zum anderen haben wir ja versucht, medial ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, dass unsere Region halt nur eine gewisse Kapazität hat und die nicht überstrapaziert werden sollte. Jetzt weiß jeder, der schon mal bei euch in der Gegend war, was das für eine wunderschöne Gegend ist. Ganz, ganz toll, um Ausflüge zu machen, um baden zu gehen, um essen zu gehen. Warum war das denn jetzt gerade in letzter Zeit so schlimm oder ist das gar keine ganz neue Entwicklung? Das ist keine ganz neue Entwicklung. Wir merken das schon in den vergangenen Jahren, dass der Erholungsdruck auf unsere Region immer stärker wird. Wundert auch nicht, sagt speziell die Landeshauptstadt München und drumherum. Ja, wird immer größer, immer mehr Bürger kommen dorthin. Und das ist klar, dass man dann am Wochenende, an den schönen Tagen, versucht, in die schöne Natur zu kommen. Jetzt speziell am vergangenen Wochenende, denke ich, war das schon Ausfluss aus den Lockerungen nach den Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie, wo jeder quasi direkt nach Natur, nach frischer Luft gelechzt hat. Jetzt ist es ja eine zweischneidige Sache. Auf der einen Seite beklagt ihr euch über zu viel Tourismus, andererseits seid ihr eine Touristengegend, die natürlich auch davon lebt. Und wenn man sich mal überlegt, es gibt sicherlich Gegenden in Bayern, die würden sich wieder freuen, wenn Touristen kämen, ne? Ja, wobei ich da immer streng unterscheide. Also wir freuen uns erstens mal über jeden, der zu uns gern kommt und hier Erholung finden will und die Natur genießen will. Wir freuen uns wirklich über jeden. Aber dann sage ich, ist halt der Tourist derjenige in unseren Augen, der 2-3 Nächte bleibt. Und der Tagesausflügler ist der, der nur mit dem Auto kommt und mit dem Auto wieder heimfährt. Also der Unterschied ist schon gravierend, denn der Tagesausflügler verursacht zuerst einmal einen Verkehr, einen massiven Verkehr, frühmorgens und abends. Der Tourist bleibt ja mehrere Tage. Mhm. Aber der Tagestourist lässt natürlich auch ein Geld bei euch. Also insofern bringt euch das doch auch was. Es bringt uns auch was. Und ich sage das auch und ich betone das auch immer wieder. Und es ist schade, wenn ich da manchmal auch falsch zitiert werde oder nur in Sequenzen zitiert werde. Wir freuen uns über jeden, der zu uns kommen will. Punkt.
Das stimmt zunächst mal. Das Einzige, worum wir bitten, dass man sich an Regeln hält. Und wenn ein Parkplatz voll ist, dann ist der Parkplatz voll. Und wenn ein Verkehrszeichen dasteht mit Halteverbot, Feuerwehrzufahrt, dann stellen wir das ja nicht als Jux und Dollerei auf, sondern weil wir wissen, dass da eine Engstelle ist und dass da sonst der Fahrzeug nicht mehr durchkommt. Und das ist unser Hauptproblem gewesen, speziell am Wochenende vor einer Woche. Da waren private Hofeinfahrten zugepackt. Der Anwohner wollte rausfahren, hat halt nicht mehr raus können, weil war halt ein anderes Auto davor gestanden. Oder eben Rettungswege blockiert. Und da sage ich mal, das ist rücksichtslos. Die Schilder stehen da nicht umsonst. Man stelle sich nur den Fall vor, da ist ein Notfall und da müsste ein größeres Fahrzeug. Und wenn es nur ein Rettungswagen ist hinter und der schafft es nicht. Mhm. Ich persönlich könnte mit dieser Verantwortung, wenn ich mein Auto dahingestellt hätte und das blockiert hätte, nicht leben. Und ich hoffe, dass dann der ein oder andere mal drüber nachdenkt, wenn er sich direkt unter so ein Schild stellt. Jetzt kann man natürlich immer an die Vernunft der Menschen appellieren, aber könnt ihr euch denn nicht auch noch besser darauf vorbereiten? Also seid ihr polizeitechnisch da genug ausgerüstet gewesen? Wie kann man denn mit den Leuten überhaupt umgehen? Ich meine, das kann ja nicht sein, dass die vernünftigen Argumenten überhaupt nicht zugänglich sind, oder? Doch, es ist leider so. Es ist leider wirklich so. Es gibt manche, die offensichtlich unbelehrbar sind. Ich habe es selber schon erlebt. Ich war mit der kommunalen Verkehrsüberwachung vor Ort. Wir haben Tickets verteilt, also ich habe zugeschaut und habe mir das erklären lassen und dann kommt ein sportlicheres Fahrzeug, ich sage das Autokennzeichen jetzt nicht, hergefahren, stellt sich direkt unter das Rettungswegschild, kommt auf uns zu und sagt, was kostet es, weil er da dann für morgen auch gleich gerne noch. Na bitte, ernsthaft? Ernsthaft, so wird gearbeitet. Aber das sind doch Einzelfälle, oder? Ich hoffe, dass Einzelfälle sind. Allerdings, wenn man sich da so einen Sonntag wie vor einer Woche anschaut, zweifelt man schon daran, ob das nur Einzelfälle sind. Da wird geparkt, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Das ist so nach dem Motto, so jetzt bin ich da, jetzt brauche ich Erholung, jetzt brauche ich Natur, alles um mich herum ist wurscht. Und das Problem, glaube ich, ist, wenn die Schule macht, wenn das immer mehr machen, sagt, ja, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Also wir halten nochmal fest, Herr Holz, Sie wünschen sich natürlich Touristen, auch Tagestouristen, aber die sollen sich dann bitte so verhalten, wie sie es auch zu Hause tun würden, richtig? Das wäre ein Einmaleins, das, was man in der Vorschule lernt. Da ist Verbot, dann ist einfach nicht da zu parken. Und wenn der Parkplatz voll ist und der nächste Parkplatz voll ist, muss ich halt vielleicht noch ein Stück weiterfahren oder irgendwann in letzter Konsequenz, wenn keine Parkplätze mehr frei sind, hat das ja auch einen Grund, dann muss ich halt vielleicht wieder umdrehen oder woanders hinfahren. So leid es uns auch tut, denn vollkommen richtig, auch der Tagestourist bringt natürlich für unsere Gaststätten, für unseren Einzelhandel was und wir freuen uns da auch, wenn die da sind. Das ist ganz klar. Also das wollen wir auch nicht runterreden. Das ist für unsere Gemeinde auch ein nicht unerheblicher Wirtschaftsfaktor. Aber man muss sich trotzdem an Regeln halten und sonst geht's nicht. Sonst geht dieses Miteinander nicht und irgendwann wird es einfach dann zu viel, auch für die Natur. Jetzt habt ihr ja nicht nur die Autos, die bei euch parken wollen, ihr habt auch die Motorradfahrer, weil der Kesselberg natürlich ein sehr beliebtes Revier ist. Stimmt es, dass es jetzt am Wochenende wieder so ein illegales Rennen auch gab? Das stimmt und ich war gestern selber mit der Polizei unterwegs und man glaubt es nicht, es ist ja dieses Wochenendfahrverbot bergauf. Allein die Stunde, wo ich mit vor Ort war, waren sicherlich 5 oder 6, die trotzdem bergauf gefahren sind. Also auch da sieht man wieder, ja, das sind Hinweisschilder, Verbotsschilder, die werden halt oft nur noch als freundliche Empfehlung aufgefasst. Sie haben ja auch an den Innenminister geschrieben, hat er denn geantwortet und wenn ja, was? Herr Staatssekretär Eck hat geantwortet, der Innenminister hat über ein Fernsehinterview geantwortet und mit dem Herrn Staatssekretär Eck habe ich am Dienstagabend bereits telefoniert und die Antwort war eine hervorragende, die hat uns sehr gefreut. Wir haben am Vatertag und gestern am Sonntag Unterstützung durch die bayerische Bereitschaftspolizei hier vor Ort gehabt und das war natürlich eine gute Sache, damit man auch mal sieht, was wirklich hier an Arbeit für die Polizei vorhanden wäre. Die Polizeistation Kochel ist mit einer Streife ausgestattet, hat ein großes Einsatzgebiet und die werden halt im Norden des Einsatzgebietes einen Unfall aufnehmen müssen, dann sind sie halt nicht am Walchensee. Und deswegen war das jetzt gut, dass wir für die beiden Tage diese Unterstützung nochmal hatten und da bin ich auch sehr dankbar. Wenn Sie jetzt, Herr Holz, eine Prognose für einen Sommerwagen, der jetzt so langsam beginnt, wie wird es denn da jetzt in Pfingstferien, wo auch viele wahrscheinlich nicht weit wegfahren, sondern die vielleicht dann auch an den Kochel-Walchensee fahren? Also nachdem ja offensichtlich 80% derer, die normalerweise ins Ausland sich begeben, um Urlaub zu machen, hier bleiben, haben wir da schon ein bisschen Sorge, was da auf uns zukommt. Denn wenn das jetzt so die letzten Tage, die letzten Wochen so der Vorgeschmack erst war und das sich dann noch erheblich steigert, dann werden wir hier einen Kollaps, einen Verkehrskollaps erleben. Das wollen wir eigentlich alle nicht und deswegen werden wir vorbauen. Mit entsprechender Präsenz durch die kommunale Verkehrsüberwachung werden auch die Beschilderung noch mal ein bisschen ändern. Aber was genau auf uns zukommt, das glaube ich, weiß noch keiner. Was wäre denn da ein machbares Konzept, dass man einfach sagt, gar keine Tagestouristen mehr, nur noch mindestens 2 Übernachtungen? Ist das realisierbar? Darf man das?
Nein, ist gar nicht realisierbar, denn Sie können ja niemand verwehren, an den Walchensee zu fahren, also das ist, oder an den Kochelsee zu fahren. Wir haben die Grundrechte, über die wird ja auch gerade vortrefflich debattiert, wie stark man die einschränken darf. Das darf man mit Sicherheit nicht. Es gibt Modelle, wo man so Tageskurkarten einführt und damit ein bisschen was kontingentieren kann, aber wir werden es nicht komplett abhalten können. Ich kann keinen Schlagbaum an die Gemeindegrenze hin machen. Das wollen wir auch nicht, aber vielleicht kann man das als ein bisschen entzerren und nicht alles geballt immer nur am Wochenende, weil da macht es doch für denjenigen, der die Neuerholung oder die schöne Natur sucht, auch keinen Spaß, wenn ich beim Rausfahren schon 1,5 Stunden im Stau stehe und beim Neufahren wieder 1,5 Stunden. Herr Holz, das ist das, was mir auch immer nicht so ganz in den Kopf geht, dass man sich da so lange den Stau stellt und damit man dann irgendwie 2 Stunden dort ist, dann soll man doch lieber bei sich ums Eck spazieren gehen, oder? Ja, oder sowas, oh ja, oder an einem anderen Tag einfach kommen, wo der Rest nicht kommt. Und ich meine, es wird jetzt noch mehr werden, das sehen wir auch, wenn die Grenzen nach Österreich aufgemacht werden, Innsbruck Land, und Innsbruck kommt ja auch zu uns an den Walchensee. Vielleicht am Wochenende lieber die eigene Umgebung einmal richtig gut erkunden und dann zu einer anderen Zeit hierher fahren. Wie gesagt, wir wollen niemand abhalten, in unsere schöne Gegend zu kommen. Ganz im Gegenteil, wir freuen uns über jeden Gast, ob er einen Tag bleibt oder noch länger, das sind uns natürlich die allerliebsten, weil die können dann auch unseren kostenlosen ÖPNV mit ihrer Kurkarte hier nutzen. Was wir auch angepasst haben, das ist vielleicht auch was, wenn man sagt, man fährt mit dem Zug nach Kochel und kann dann mit wirklich einer sehr guten Anbindung inzwischen auch an den Walchensee hochfahren. Also das wäre schon zu überlegen, ob man nicht das auch nutzt. Wie sind Sie denn bis jetzt persönlich durch diese seltsame Zeit gekommen? Also wie werden Sie mal zurückblicken auf die Corona-Krise? Mit ganz gemischten Gefühlen, weil es hat ja das ganze normale Leben von einem Jahr komplett durcheinander gebracht. Sonst war es so, dass man froh war, wenn man 2 Tage in der Woche einmal einen Abend zu Hause gehabt hat. Jetzt war ich eigentlich die ganze Woche daheim, weil es keine Veranstaltungen, keine Versammlungen mehr gibt. Auch mal schön, ganz, oder? Ja, ganz was anderes einmal zu erleben. Man hat selber natürlich da, was das angeht, mehr Zeit gehabt. War aber auch so, wenn ich ans Rathaus denke. Wir haben auch Schichtbetrieb hier gefahren. Es ist hier einiges liegen geblieben. Der Bürger hat es absolut gut mitgetragen. Also es ist schon eine spannende Zeit. Und natürlich das ganz Persönliche auch, wo man sagt, ja, wie gefährdet ist man selber? Wie hoch ist die Ansteckungsgefahr wirklich? Mein Bruder und dessen Frau, die sind Intensivmediziner, die erzählen einem dann, wie gefährlich dieses Virus wirklich ist oder wie schnell es da auch gehen kann beim schweren Verlauf. Also es ist schon was einen sehr, sehr nachdenklich macht, weil vor ein paar Wochen, ein paar Monaten, wenn das einer gesagt hätte, was mit unserer Wirtschaft, was mit unserem allgemeinen Leben so passiert, das hätte ja keiner geglaubt, also hätte jeder gelacht. Ja, und deswegen ist ja der Tourismus auch so wichtig. Und jetzt wünsche ich Ihnen, Herr Holz, dass Sie möglichst viele Touristen haben, möglichst nette Gäste am Walch und am Kochelsee, die sich wirklich auch an die Regeln halten und dass das sich dann alles in Zukunft ein bisschen entspannt. Weil Sie haben die Wirtschaft angesprochen, ohne Tourismus wärt ihr natürlich auch schlecht dran. Genau, das stimmt, das hoffen wir auch. Und ich betone es nur nochmal, der Vollständigkeit halber, jeder ist bei uns herzlich willkommen. Vielen Dank, Herr Holz, und alles Gute. Ich sage herzlichen Dank, Ihnen auch alles Gute. Dankeschön. Thomas Holz, der Bürgermeister von Kochel am See. Sebastian Reich ist einer der beliebtesten fränkischen Entertainer, Bauchredner, zusammen mit seiner Nilpferddame Amanda, einer der Stars des Quotenhits Fastnacht in Franken. Servus, Sebastian. Hallo, grüß Gott. Sebastian, wie habt ihr beide, Amanda und du, diese seltsame Zeit bis jetzt rumgekriegt? Ja, es ist in der Tat eine komische, seltsame Zeit, auch für uns. Mitte März hatten wir unser letztes Gastspiel mit unserem aktuellen Programm Glückskeks in Regensburg. Damals hätte ich nicht gedacht, dass es tatsächlich die vorerst letzte Show ist. Also man hat es ja schon so ein bisschen kommen sehen, aber dass es jetzt dann doch solche Ausmaße hat. Ja, hat auch uns dann doch getroffen. Mittlerweile ist man kreativ, man tut, was man kann und hat kreative Ideen und findet ganz neue Wege. Nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich, dass wir irgendwann auch wieder ganz regulär live auf der Bühne stehen werden. Da werden wir gleich noch ausführlicher drüber sprechen. Sebastian, wann ist dir denn klar geworden, das wird jetzt nicht von einer Woche auf die andere wieder besser? Und wann ist dir klar geworden, das ist natürlich auch eine wirtschaftliche, eine finanzielle Geschichte für mich? Ja, man hat lustigerweise, wenn ich bis März zurückdenke, da hat man noch so diskutiert, da haben wir gesagt, ach, die Apriltermine, die verschieben wir mal bis in den Mai, da wird dann ja schon wieder alles laufen. Also man hatte ja damals fast so das Gefühl, das ist so eine kurze Sache. Wie es dann allerdings über Ostern hinweg ja schon ging, da war mir schon relativ bewusst, dass uns das ja länger erhalten bleiben wird. Und so ist es jetzt eigentlich auch Stand heute. Man weiß ja eigentlich gar nicht mehr, wie weit man planen kann und darf. Das ist ja auch so das allgemeine Problem beim Thema Kultur, dass man eben ja eigentlich gar keine wirkliche Perspektive hat, wo man
auch noch Tourtermine oder sonst was hin verschieben kann. Also wir haben teilweise Termine, die wir schon zum zweiten und dritten Mal jetzt verschoben haben. Jetzt gehörst du ja, soweit ich weiß, zu diesen wundervollen Menschen, die nicht den Kopf in den Sand stecken und jammern, sondern einfach Menschen, die sich was ausdenken und kreativ werden. Ihr macht Facebook Live, ich habe das auch schon gesehen, und zwar Backen mit Amanda. Großartige Geschichte. Erzähl mal ein bisschen genauer, wie das abläuft, Sebastian. Ja, ich habe gesagt, Mensch, jetzt einfach hier ins Wohnzimmer setzen und irgendeine kleine Show machen. Dachte ich, wir lassen uns was anderes Kreatives einfallen. Ich habe ja mal Bäcker und Konditor ursprünglich gelernt. Das sind ja meine erlernten Berufe. Ja. Und dann sagte ich, Mensch, auch so aus der Küche, live aus der Küche, wir backen was mit unseren Fans. Wir schicken vorher über Facebook die Zutatenliste raus. Wer möchte, darf sogar live mitbacken von zu Hause aus. Und dann haben wir das probiert und es ist mittlerweile echt einer. Also ich bekomme so viel Rückmeldung und Post und Mails. Es gehört für viele zum sonntäglichen Ritual mittlerweile. Das ganze Familien mit Amanda backen. Wir haben jetzt kommenden Sonntag Ausgabe 9 schon. Also wir gehen stark auf Facebook Live Nummer 10 zu. Und es ist wirklich lustig. Die Leute schicken ihre Bilder dann auch, wie sie teilweise mit den Kindern in der Küche stehen und mit Amanda backen. Für mich ist es besonders, weil wir verbinden ja Backen und Comedy. Das heißt, ich habe an der rechten Hand Amanda und links backe ich dann mit einer Hand, was manchmal durchaus sehr, sehr lustig endet. Ihr habt da eine riesen Fangemeinde euch schon erschlossen. Wie viele sind da mit dabei inzwischen? Also mittlerweile live, wir machen es immer Sonntag 10 Uhr. Live sind immer über 1000 Live-Zuschauer tatsächlich dabei, die da live mitbacken. Und dann bleibt das Video aber auch immer online. Und da ist es echt faszinierend. Wir erreichen da teilweise 100.000, 120.000 Leute mit. Wow. Man sieht es ja dann immer in den Statistiken. Ich kriege dann selbst immer ganz große Augen und denke, wow, verrückt, wie viele Leute da mit an Bord sind. Glaubst du, dass das für die Zukunft sowieso auch eine Möglichkeit ist, sich als Künstler zu etablieren oder zumindest ein zweites Standbein zu haben, dass man diese sozialen Medien, die digitalen Geschichten besser nutzt? Also wir haben es ja selbst auch schon immer natürlich, ich habe es auch immer genutzt, auch wenn wir live auf Tour sind. Man lässt die Fans ja auch immer so ein bisschen dran teilhaben, wo man unterwegs ist. Ich kann zwar einen schönen Kuchen backen und eine Torte machen. Technisch bin ich, also ich war aufgeregter, dass die Technik funktioniert, als dass der Kuchen was wird beim ersten Mal, wo wir das gemacht haben. Mittlerweile habe ich den Dreh raus. Ich habe wirklich auch viel in der Zeit jetzt dazugelernt. Und ja, es ist, glaube ich, für die Zukunft, also viele fragen auch schon, bitte macht es weiter, wenn Corona dann vorbei ist. Nichtsdestotrotz ersetzt all das natürlich nicht dieses Live-Erlebnis, mit Leuten in der Halle zu sitzen, Leute, Menschen lachen zu sehen. Das wird natürlich die Zeit sein, auf die ich mich besonders freue. Aber nichtsdestotrotz, wer weiß, vielleicht backen wir dann auch noch ein bisschen länger. Ja, wir wollten uns ja diese Woche auch treffen bei der Blauen Couch Live in Unterschleißheim. Wird auch nichts, ne? Das wird leider auch nichts. Ich habe mich schon drauf gefreut. Ja, wie du schon sagst, was uns, glaube ich, allen fehlt, ist diese direkte Begegnung mit dem Publikum, mit den Menschen da draußen, ne? Das ist wirklich das. Also das ist auch das, wo ich sage jetzt für die Zukunft. Wir wissen ja alle nicht, es ist zwar jetzt angekündigt, dass es nach Pfingsten eine leichte Lockerung ja geben soll in Richtung vielleicht mal Open Airs im kleineren Stil. Nichtsdestotrotz tue ich mir auch schwer damit zu sagen, man hat eine Riesenhalle, wo vielleicht nur 10% der Stühle besetzt ist und die Leute sitzen alle querfeld verteilt und vielleicht mit Maske. Es ist, glaube ich, doch eine ganz komische Situation. Von daher, ja, hoffen wir, dass wir möglichst schnell diese Sache vorüberbringen und dann auch wieder den normalen Live-Charakter haben und die Begegnung auch mit den Menschen, auch gerade wenn ich an Autogrammstunden oder so denke, nach den Shows ist natürlich nochmal was ganz was anderes. Jetzt bist du ein sehr gefragter Live-Künstler, trotzdem ist es so, du hast Gott sei Dank auch noch andere Standbeine, also Fernsehen, Stichwort die Fasnacht in Franken. Wenn man jetzt mal an Künstler, an Kleinkünstler denkt, die eben nur ihre 100, 200, 300 Zuschauer vielleicht haben und davon leben wollen, das ist schon tragisch, was da gerade passiert in der Branche, oder? Absolut, also wir haben jetzt auch, muss man sagen, die nächsten Wochen doch auch, wir spielen jetzt teilweise in Autokinos, Autotheaters, also vor Autos. Auch eine völlig neue Erfahrung, haben das jetzt auch schon zweimal hinter uns gebracht. Von daher, so ein bisschen geht natürlich auch was in dieser Zeit. Ich höre aber zum einen von vielen Künstlerkollegen, die wirklich ihre Gastspiele auf komplett null runtergefahren haben, also wo gar nichts mehr geht. Und was man auch bedenken muss, natürlich die ganzen Gewerke drumherum, also sprich Techniker, Maske, Kostüm, ja. Zulieferer, also Firmen, die Bühnen verleihen, die Technik verleihen, die ja wirklich momentan auch teilweise ihre Aufträge bei 0% liegen haben. Und da hoffe ich vor allen Dingen, und da muss man auch ein Auge drauf werfen, dass man die mitnimmt sozusagen, dass wir nicht irgendwann, wenn Kultur wieder voll am Laufen ist, dann plötzlich keine Techniker mehr haben, weil die sich dann alle schon was anderes gesucht haben. Und da gibt es ja durchaus Entwicklungen, über die man auch diskutieren kann. Stichwort Brückenshoppen in Würzburg. Auf der alten Mainbrücke wird Wein inzwischen wieder ausgeschenkt. Das ist erlaubt, Kultur aber nicht. Und da hast du dich so richtig aufgeregt drüber, ne? Ich nehme es
gleich mal vorweg, ich habe nichts gegen den Brückenshoppen. Ich gönne jedem seinen Wein und jedem Gastronomen seinen Umsatz. Aber es war bei uns in der Zeitung ein Bild am Freitag vom Vatertag, wo wirklich diese Brücke sehr gut besucht war. Ich drücke mich mal vorsichtig aus, mit vielen Menschen auf einem Fleck. Und da habe ich dann schon gesagt, Mensch, guck an, sowas wird genehmigt. Da sagt die Politik, ja, das können wir als Experiment mal wagen. Ein kleines Open Air, aber irgendwie in dem Stil von einem Marktplatz, wo man vielleicht schön Stühle weit auseinanderstellen kann, wo man das ja sogar noch besser regeln könnte. Das ist dann momentan aktuell zumindest Stand heute ja noch nicht möglich, auch wenn die Hoffnung bleibt, dass sich da die nächsten Tage vielleicht in diese Richtung was ändert. Aber da kommt es mir, wie gesagt, jetzt nicht darauf an, dass wir alle gegeneinander gehen und sagen, warum darf der und warum darf ich nicht, sondern ich glaube, da muss eine gemeinschaftliche Lösung her, dass man einfach sagt, es muss auch erklärbar sein, warum dürfen 200 Leute momentan in dem Biergarten sitzen und essen und trinken, aber wenn man jetzt eine Bühne hinstellen würde und sagt, die gleichen 200 Leute sitzen an den Tischen und gucken auf eine Bühne und gucken dem Künstler zu, das wiederum ist ja momentan noch nicht erlaubt. Ja. Hast du das Gefühl, dass das nur Lippenbekenntnisse sind unserer Politikerinnen, weil da wird ja ständig betont, wie wichtig Kultur gerade in diesen Krisenzeiten sei? Ja, es wird oft betont, ich muss dazu sagen, diese Krise ist ja Mitte März so richtig losgegangen. Bis Mitte April ist ja Kultur eigentlich 0% erwähnt worden. Also ich saß immer bei den Pressekonferenzen vom Bildschirm und habe gedacht, so, wo bleibt jetzt das Wort Kultur? Wir haben über alle Branchen gesprochen, über Kultur nicht. Und man muss ja doch mal bedenken, der Beitrag zur volkswirtschaftlichen Gesamtleistung war 2018, was das den Bereich Kultur betrifft, bei über 100 Milliarden Euro. Also das ist nur noch getoppt eigentlich von der Autoindustrie. Also es ist wirklich ein interessante Gemengelage. Ein Riesenbereich, ja, weil ja eben auch so viele Sachen mit dranhängen. Es ist ja nicht nur der Künstler, der auf der Bühne steht. Von daher hoffe ich, dass die Politiker es wirklich ernst meinen und die Kultur jetzt dann auch wirklich zügig vorangeht. Wir erwarten ja auch nicht, dass jetzt plötzlich 1000 Leute in der Halle wieder sitzen. Das will ja, glaube ich, auch keiner. Wir wollen, glaube ich, alle gesund bleiben und gemeinsam durch diese Zeit auch kommen. Aber es muss eben Möglichkeiten geben, sowas wie eben in einem Biergarten möglich ist, dass Menschen beieinander unter freiem Himmel sitzen, dass sowas dann vielleicht auch wirklich für die Kultur gilt, dass man sagt, man kann eine Bühne hinstellen und die Stühle schön weit auseinander und dann kann man trotzdem einen lustigen Abend auch Open Air verbringen. Wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft wagen, also über den Sommer hinaus, ich meine, du und Amanda, ihr seid ja eines der Highlights bei Fasnacht in Franken. Wagst du eine Prognose, was passiert bis dahin? Ja, ich schwank tatsächlich. Ich bin eigentlich ein sehr, sehr optimistischer Mensch und denke eigentlich immer sehr positiv in die Zukunft. Ich merke momentan selbst an mir, wie das dann manchmal wieder schwankt, dass man denkt, Mensch, jetzt sinken die Zahlen so ein bisschen. Es ist ja auch so ein bisschen trügerisch. Man hat es jetzt wieder gesehen in Niedersachsen und Frankfurt, wo dann plötzlich doch wieder auch solche Hotspots auftauchen. Das bremst einen dann selbst immer wieder. Denkt man, Mensch, wie schnell kann es auch wieder rückwärts gehen? Ich habe so die leise Hoffnung, dass das natürlich vielleicht nach den Sommerferien auch wieder was mit Abstand in geschlossenen Räumen dann möglich ist, wenn natürlich diese zweite Welle, die ja doch hier und da mal ins Gespräch gebracht wird, nicht kommt. Wenn sie tatsächlich dann kommt, ja, dann sehen wir, wie es weitergeht. Wir werden unsere Termine munter schieben und Fasnacht in Franken ist irgendwann im Februar, glaube ich, im kommenden Jahr. Sind wir mal gespannt, wie es da dann läuft. Sebastian, ich bedanke mich sehr bei dir für das Gespräch. Es ist einfach schön, mit dir zu reden, mit einem Menschen, der so optimistisch ist und trotzdem so reflektiert. Ich glaube, wir wünschen uns alle, dass wir bald wieder auf die Bühne können. Und ich freue mich dann sehr darauf, dich und Amanda wieder zu sehen. Vielleicht ja sogar bei mir auf der Bühne dann begrüßen zu dürfen. Und bleib gesund. Da freuen wir uns beide drauf. Bis dann. Jawohl, bis Sebastian. Dann. Alles Gute. Gesund bleiben. Und schöne alles Grüße an Amanda. Richtig aus. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Entertainer Sebastian Reich, der einen sehr ausgeglichenen Eindruck macht. Viele andere von uns kämpfen ja immer wieder mit innerer Unruhe in der Krise. Und unser Podcast-Psychiater Pablo Hagemeyer weiß, was man dagegen tun kann. Hallo, hier ist Doc Pablo und hier ist mein Tipp zum Tage. Wie beruhige ich meine aufgewühlte Seele? Informationsquarantäne und Körperübungen gegen innere Unruhe. Wir Menschen bestehen aus Leib und Seele, aus Hirn und Psyche, aus Bewusstsein und Unbewusstsein. Und dabei ist das Unbewusste viel größer als unser klarer Verstand. Wir reagieren also viel eher unbewusst, irrational und aus dem Bauchgefühl heraus, viel zu häufig, als uns lieb ist. Umso heftiger, wenn negative Informationen von außen auf uns einströmen. Unbewusst automatisch entwirft unsere Psyche darauf viel leichter negative Szenarien, die vollkommen aus der Luft gegriffen sind. Wir Psychologen nennen das die negative Erwartungshaltung. Unser eigenes Katastrophisieren macht uns fertig. Unsere unbewusste Psyche steht nämlich
ob wir wollen oder nicht, auf Horror, ja, auf Gruselfilme. Sie denkt und entwirft das unwahrscheinlich Furchtbare als sichtbaren Film. Das ist ihre Natur. Das ist manchmal hilfreich, aber wenn der korrigierende Verstand schläft, quasi im Kinosessel eingepennt ist, dann läuft der Horrorstreifen weiter und weiter. Diese Bilder unseres angstmachenden Unbewusstseins gehören in Quarantäne. Nicht nur die Negativmeldungen aus Funk, Fernsehen und Sozialmedien und die Verschwörungsirrsinn gehören ab und zu gedrosselt, sondern auch die eigenen ängstlich durchsetzten Zukunftsszenarien gehören gestoppt, portioniert und sinnvoll transformiert. Sie stehen emotional mit dem Rücken an der Wand, dann stellen Sie sich nun mal als Körperwahrnehmungsübung mit dem Rücken an die Wand. Spüren Sie die Sicherheit im Kontakt Ihrer Wirbelsäule mit der Wand. Machen Sie jetzt die Übung mit oder irgendwann, wenn Sie wollen. Beobachten Sie dabei Ihre Atmung. So stehen Sie ein paar Minuten, sagen sich dabei, ich vertraue mir und meinem Verstand, dass die Horrormeldungen meiner Seele, die mich auffühlen, nur Vorschläge sind, ein innerer Film, der im Fernsehen meines Kopfes läuft. Dann schieben Sie den Fernseher, den Bildschirm oder die Kinoleinwand, auf der Ihr Horrorfilm läuft, vor dem inneren Auge von links nach rechts und von rechts nach links und hin und her. Unser Hirn kann scheinbar viel besser mit Horrorbildern im inneren Gruselfilm umgehen, wenn wir sie mal links und mal rechts betrachten. Sie stehen jetzt also mit Ihrem Rücken an der Wand, spüren Sicherheit, beobachten Ihre ruhige und regelmäßige Atmung und Ihre Augen gehen von links nach rechts und rechts nach links und Sie nehmen wahr, wie die Sorgen leichter werden und sich vielleicht sogar auflösen. Prima! Sieht zwar komisch aus, ist aber wahnsinnig wirksam. Bleiben Sie gesund und denken Sie daran, keine Panik! Und zum Schluss noch die gute Nachricht aus der bayerischen Kulturszene. Einen tollen Erfolg in diesen kulturell ja meist finsteren Zeiten feiert gerade das Dogfest München. 75.000 Menschen haben in den letzten beiden Wochen Filme daheim gesehen, für die sie sonst in Münchner Kinos hätten gehen müssen. Und Festivalleiter Daniel Spondl sagt, nicht nur die Zahlen sind überwältigend, sondern auch die Unterstützung unserer Partner und das Feedback. Wir haben auf diesem Weg vielen Menschen die Möglichkeit geben können, diese herausragenden Filme zu sehen. In diesem Sinne, auch morgen gibt's wieder eine neue Folge von Corona in Bayern. Und bis dahin, cool bleiben, Abstand halten und Hände waschen. Corona in Bayern, der Podcast von BR24 und Bayern 1.